Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, dass wir heute mal diese Mission mit Temari machen. Ich bin ja jetzt nicht so wirklich der Freund von Temari, aber ich möchte diese Fratze da oben links abgestempelt haben. Deswegen machen wir das gleich mal hier und das ist wahrscheinlich diese Mission. Deswegen sprechen wir den Heini gleich mal an. Lord Kasekage, was ist los? Ich habe eine Nachricht von Lord Kankuro. Bei dem Genjutsu-Gutachten hat es eine neue Entwicklung gegeben. Er wartet auf dem Dach des Kasekage-Anwesens, um dir darüber Bericht zu erstatten. Hat er noch irgendwas anderes erwähnt? Nein, er sagte, damit wären die schon genug gesagt. Ah ja. Wenigstens, bitte portet mich wenigstens hin. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt nochmal hinzulatschen. Wo? Möchtest du für das Genjutsu-Gutachten eine Spezialeinheit einsetzen? Ja. Die Ninja-Welt hat den Weg zum Frieden eingeschlagen, aber es gibt immer noch viele Dörfer und Länder, mit denen Vereinbarungen zu treffen sind. Sie alle haben ihre eigenen Ideale. Einige sind friedlich, in anderen geht es eher unruhig zu. Das Problem sind die mit den revolutionären Idealen. Sie haben alle möglichen Methoden benutzt, um Kriege mit den großen Ländern anzuzetteln. Und jetzt, da die gesamte Ninja-Welt den Weg zum Frieden eingeschlagen hat, müssen wir darüber nachdenken, was passieren könnte, wenn sie einen unserer Schwachpunkte angreifen. Wenn sie das tun, ist es wahrscheinlich, dass sie es mit Genjutsus probieren werden, was einen äußerst großen Wirkungsbereich bedeuten würde. Deshalb müssen wir eine Spezialeinheit zusammenstellen, die gründlichst all von den Genjutsus gebotenen Möglichkeiten untersuchen kann. Ich verstehe. Die Zusammenstellung des Teams überlasse ich dir. Such die richtigen Personen für diese Aufgabe aus. Alles klar. Ja, da bin ich mal gespannt, welche Spastis der Herr Kankuro sich da zusammengetrommelt hat. Also die möchte ich jetzt unbedingt sehen. Ob da bekannte Gesichter darunter sind, würde mich auch mal interessieren. Es gibt also endlich neue Entwicklungen in dieser Frage. Ich muss mich so schnell wie möglich mit ihm treffen und mir seinen Bericht anhören. Alles klar, vielen Dank für die Information. Jawohl. Was hat es mit Temari zu tun? Hier ist keine weitere Temari-Mission. Oder Moment mal. Hä? Bin ich jetzt komplett bescheuert oder was? Ne, Moment mal. Was hatten die gesagt? In Sunagakure wurde ein Ninja aus Konoha gesichtet. Offenbar hatte... Oh! Ups! Upsi-dupsi. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Ich habe eigentlich geplant, die Temari-Mission zu machen. Okay, aber wir gehen jetzt trotzdem mal nach Sunagakure zurück auf das Dach, weil ich natürlich jetzt wissen möchte, was Kankuro dazu gemacht hat einfach. Also, ups. Also ich habe gedacht, die lungert irgendwo in Konoha rum. Wegen Shikamaru und so, ihr wisst ja so, wegen dem letzten DLC. Aber okay. Ach, da ist ja die Olle. Du Fatze. Ah, zu dir komme ich gleich, Temari, warte ab. Ich bin wieder da, Kankuro. Oh, ich habe schon auf dich gewartet. Wie du vielleicht schon von den Boten erfahren hast, zeigt sich eine Entwicklung bei unserem Genjutsu-Gutachten. Ich habe mir ein äußerst interessantes Bericht zurechtgelegt und ich bin sicher, du wirst überrascht sein. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt für ein Auftrag? Am Genjutsu-Gutachten wird schon eine ganze Weile gearbeitet, aber jetzt scheint es so große Fortschritte zu geben. Hört ihr an, was Kankuro zu berichten weiß. Okay, dann hören wir uns das doch mal an. Ich hoffe, der redet jetzt nur und darf dann gleich wieder weg. Ja, lass mich deinen Bericht hören. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es schon zahllose Gutachten und Berichte im Rahmen der Genjutsu-Untersuchung gegeben. Aber was aus allen hervorgeht, ist, dass es eine besonders gefährliche Art von Genjutsu gibt. Es ist allerdings nicht das Genjutsu selbst, von dem die Gefahr ausgeht, sondern es ist die Art, wie es aktiviert wird. Was meinst du damit? Gaara, was wäre, wenn jemand Genjutsu aktiviert, während wir uns hier so unterhalten? Werden wir uns unterhalten? Ja, dieses Genjutsu wird nicht durch Augen oder Gesten der Finger aktiviert. Es wird einfach durch Unterhaltungen wie diese aktiviert. Von einer Unterhaltung aktivierendes Genjutsu? Du meinst, die Stimme einer Person bringt Menschen dazu, ein Genjutsu anheimzufallen? Ganz genau. Sowas ist tatsächlich möglich? Unsere Untersuchungseinheit lässt wissen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Art von Methode zur Aktivierung von Genjutsus existiert. Bisher ist es immer noch nur eine Möglichkeit, aber weil ich in dieser Angelegenheit immer noch Bedenken hege, glaube ich nicht, dass man die Sache einfach ignorieren sollte. Stimmst du mir dazu? Das tue ich. Ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nichts an der Hand,
womit wir uns unfassend gegen Stimmgenjutsu schützen können. Schließlich können wir ja nicht rund um die Uhr mit Ohrstöpseln herumlaufen. Also habe ich die Zielvorgabe der Untersuchung geändert. Das Team soll jetzt einen Weg finden, Genjutsus im Notfall außer Kraft zu setzen. Auf diese Weise hätten wir auch für den Fall, dass das Genjutsu aktiviert würde, einen Weg, um es unmittelbar umzukehren. Und wir müssten uns keine Sorge machen. Stimmt's? Ich glaube, das ist augenblicklich das allerbeste Vorgehen. Ich dachte mir schon, dass du das so denkst. Deshalb habe ich bereits entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereiten lassen. What the fuck? Die Untersuchungseinheit hat mehrere verschiedene Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, aber es war eine dabei, die wir unmittelbar umsetzen konnten. Wir werden ein Parfüm entwickeln, das Genjutsus unwirksam machen kann. Ey, langsam wird's billig. Ein Parfüm, verstehe ich? Also hast du vor, den menschlichen Geruchssinn zu nutzen, um die Menschen aus dem Genjutsu aufwachen zu lassen. Aber dafür brauchst du auch die richtigen Zutaten, wenn du eine solche einzigartige Wirkung erzeugen willst. Genau, und deshalb habe ich bereits Leute losgeschickt, damit diese Zutaten gesammelt werden. Allerdings, wir sind knapp mit Personal, deshalb möchte ich dich hier um Hilfe bitten. Klar, was soll ich denn besorgen? Es geht um zwei Pflanzen, die Wüstenorchidee und das Lodergras. Beide sind schwer aufzutreiben, aber wenn du ihr in Ninja-Welt herumtreibst, bin ich sicher, dass du diese Pflanzen irgendwo finden wirst. Naja, das ist eine ziemlich vage Information. Ich sagte ja schon, diese Pflanzen sind schwer aufzutreiben. Bis jetzt konnte ich nicht mal herausbekommen, wo sie normalerweise zu finden sind. Wie auch immer, Wüstenorchidee und Lodergras. Wenn du sowas finden kannst, schnapp dir von jeder Sorte ein Exemplar. Das ist völlig aussichtslos, wenn ich ganz alleine suche. Ich sollte mal im Itemladen nachfragen. Oh mein Gott, was ist das denn für eine größere Mission? Aber übelst viel Text. Aber mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf sowas? Auf Stimmgenjutsus, also Jutsus, die man durch die Stimme aktiviert. Holy moly, Alter, wie kommt man denn auf so eine Scheiße? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das geil, gut oder komplett behindert finden soll. Aber okay, sprechen wir mal mit der Ollen hier in dem Itemladen. Mal gucken, was die sagt. Die Wüstenorchidee müssten wir eigentlich in der Wüste finden, wenn sie schon Wüstenorchidee heißt. Oh ja. Willkommen, Lord Kasekage. Ich hätte da mal eine Frage. Hast du schon mal Wüstenorchidee und Lodergras gehört? Wüstenorchidee und Lodergras. Ja, diese Pflanzen sind mir nicht ganz unbekannt. Ich hörte, beide seien sehr schwer aufzutreiben. Weißt du einen Weg, wie ich welche bekommen könnte? Naja, beide mögen schwer aufzutreiben sein, aber es gibt durchaus einen Weg, sie zu finden. Die Wüstenorchidee zum Beispiel wächst, wie der Name schon andeutet, in den Wüstenregionen des Windreichs. Sie ist jedoch äußerst selten und die meisten Exemplare werden von einem ganz bestimmten Händler gesammelt und zu hohen Preisen verkauft. Geld habe ich genug, Bitch. Also könnte ich die Pflanzen bekommen, wenn ich mit diesem Händler spreche. So ist es. Gerüchten zufolge soll dieser Händler unterwegs nach Kumogakure sein. An deiner Stelle würde ich mich dorthin wenden. Und Lodergras? Dieses Gras wächst nur im Norden. Wenn du auch nur einen Halm davon kostest, fühlt es sich an, wie als würde dein Körper verbrennen. Aber sehr selten ist es eigentlich nicht. Hauptsächlich bieten es die Kaufleute in Konoha an. Allerdings gibt es wohl zwei Ninjas, die immer gleich alles davon aufkaufen. Offenbar nehmen sie es als Stimulanz in den Trainingspausen. Lodergras allein beim Namen wird mir schon ganz heiß. Aber ich kenne einen Ninja, auf den die Beschreibung sehr gut passt. Die Ninjas, die immer gleich alle Vorräte aufkaufen, müssen Mighty Guy und Rock Lee sein. Tja, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Hier habe ich alles schriftlich zusammengefasst, was ich dir gerade erzählt habe. Oh ja, wie hatten die das gemacht, währenddessen die mir das erzählt hat? Hat die währenddessen geschrieben und mich angeguckt oder was? Vielen Dank, dass wir das... Blablabla, das brauchen wir jetzt nicht mehr anhören hier. Große Hilfe, Dankeschön. Pipapo. Oh, bevor du gehst, hier noch ein guter Rat. Die Wüstenorchidee ist äußerst selten, deshalb wird sie zum Mondpreisen verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass sie immer teurer wird, je mehr Zeit verstreicht. Wie ich soeben sagte, zwei Ninjas nutzen das Lodergras für ihr Training. Ja komm, die sagt mir jetzt nochmal genau dasselbe. Überspringen wir den Scheiß jetzt. Sag mal, wie oft denn noch? Ich habe das jetzt einfach mal alles übersprungen. Also so wichtig kann das jetzt auch nicht mehr sein. Okay. Die Wüstenorchidee kann man beim Kauf meinen Kumogakure. Ja, okay. Brauche ich jetzt nicht nochmal lesen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir als erstes zu Kumogakure, weil ich denke, dass wir das Lodergras nicht umsonst bekommen und wir gegen Rock Lee und Mighty Guy kämpfen müssen. Würde ich jetzt sagen, dass wir erstmal nach Kumo gehen und die Wüstenorchidee holen.
Was mich jetzt aber auch theoretisch mal interessieren würde, wenn ich jetzt hier vor das Wüstengebiet von uns gehe und mal dort gucken, ob ich die dort auch vielleicht finde. Das würde mich mal interessieren. Da ich das aber die... Ich denke nicht, dass wir es kriegen. Muss ich ehrlich sagen, also sprich hier. Ich denke nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal direkt nach Kumo und kaufen den Scheiß einfach. Ich habe sowieso unendlich Geld, weil ich so viel spiele und dann immer irgendwelche Punkte bekomme, beziehungsweise Geld, deswegen passt das schon. Willkommen, willkommen! Das heutige Top-Angebot ist die seltene Wüstenorchidee, die kostet heute nur 10.000 Rio. Möchtest du vielleicht ein Exemplar, Lord Kasikage? Zu dem Preis wirst du sie kaum anderswo finden. Oh, mach mal. Halt dein Maul. Ich müsste mal, okay. Das, ja, easy. Also, was ist das denn für eine Mission, ey? Ist ja voll easy. Nein, nicht hierhin. Hoch, genau. So, dann jetzt zu Maito Guy. Ich wette mit euch, die werden mit mir kämpfen. Ich schwöre es euch, die werden mit mir kämpfen. Als ob die mir das so aushändigen. Diese zwei verrückten Spastis, die, als ob die mir das aushändigen. Gut, dass sie aber wenigstens gleich rechts sind. Dann muss ich die nicht in komplett Konoha suchen. So. Aber Maito Guy wird nicht kämpfen, wenn dann Rock Lee nur. Hey, Lodergras brennt wirklich. Mein Körper fühlt sich ganz heiß an. Ich bin ja so froh, dass ich mir einen satten Vorrat für den Trainingspausen gesichert habe. Essen die das oder was? Die verbrennen ja richtig. Es sieht so aus, als wärst du mal wieder schwer bei der Arbeit. Oh, Gaara, was machst du denn hier? Ich hätte gerne ein bisschen von dem Lodergras, das du da verwendest. Lodergras? Also eigentlich ist mir das egal, aber einfach so aufzugeben wäre echt eine Verschwendung. Deshalb, du willst, dass ich dir dafür ein Sparing bestreite, stimmt's? Ich weiß doch genau, was du denkst. Hey, voll ins Schwarze, Wahnsinn. Am besten legen wir gleich mal los. Ich kann jetzt nicht mehr still herumsitzen. Lee hat das Training absolviert und noch mehr Kraft hinzugewonnen. Wenn du auch nur einen winzigen Moment unachtsam bist, Lord Kasikage, kannst du sogar du im Handumdrehen verlieren. Darauf würde ich wetten. Er verbreitet einen viel intensiven Eindruck als sonst. Attacke. Also, der hat jetzt wahrscheinlich mehr Verteidigung, mehr Angriff und mehr. Unglaublich. Es ist ja wirklich unglaublich. Jetzt bin ich mal gespannt, was für einen Bonus der bekommen hat. Das steht ja immer gleich da. Ich würde es feiern, wenn er einen 100% Bonus hat. Hätte ich mal Bock drauf wieder. Das hatten wir bis jetzt nur einmal und das war so ein No-Name-Kampf mit Sakura. Da! Angriffsstärke erhöht durch 100. Durchbrechen von Blocks ist erhöht. Oh, scheiße. Alter, da müssen wir jetzt aufpassen. Okay, wir dürfen nicht unachtsam sein. Na, und schon passiert's. Schon war ich unachtsam. Es geht doch nicht. Wenigstens hat er nicht mehr Verteidigung. Wäre noch nerviger. Bam, bam, bam. Also Rock Lee, das nenne ich unachtsam, wie du bist. Warum sprint er mich an? Ich wusste es. Nix da. Aber wetten, ich mach den 100%. Boah, ich muss jetzt echt aufpassen. Du, wow! Ich muss aufpassen, ich will den 100% jetzt machen. Wenn schon, denn schon. Schnell Chakra laden. Jetzt bin ich dran. Nur aufpassen. Okay, bis jetzt scheint es ja gut zu klappen. Nein! Oh, bis jetzt habe ich echt noch 100%. Nein! Ah! Das war echt knapp. Ich will den 100% jetzt machen. Nein! Du Hurensohn! Nein! Hat... Oh! Das zählt nicht! Wirf dir mir ein paar Schurken ins Gesicht. Ich glaube, ich spinne. Nein! Ich hätte den 100% gemacht. Scheiße! Einfach nur scheiße. Das ist so richtig scheiße. So richtig scheiße. Ich habe da echt die Probleme des Tages, ey, wirklich. Ja, ich habe verloren. Aber das war ein sehr gutes Sparring. Ich spüre geradezu, wie es mich stärker gemacht hat. Haha, guter Kampf. Hier hast du das Lodergras, wie versprochen. Hätte er mich jetzt über den Haufen gefahren, hätte ich gelacht. Also da hätte ich dann, ich hätte mich wahrscheinlich weggeschissen vor Lachen, wirklich. Aber Sensei, geil, wie soll ich denn jetzt ohne Lodergras trainieren? Nee, du Dummkopf. Deine Seele brennt heißer als alles Lodergras. Die wird dich befeuern. Okay. Genau, Sensei Guy.
Das war schwieriger, aber es ist mir gelungen, ein bisschen Lodergras zu bekommen. Jetzt muss ich das nur noch zu... Was? Cooler Red? Kann Kuro Cooler Red bringen? Hä? Okay, das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Hä, warum stand da jetzt Cooler Red? Kann Kuro Cooler Red? What a fail! What a fail! Ihr wisst doch, dass manche Namen oder manche Wörter sozusagen im Text rot markiert sind. Und Bandai Namco bzw. die Übersetzer haben einfach diesen Code, um diesen Text sozusagen rot zu machen, falsch gemacht. Und deswegen steht jetzt dieser Code so da. Weil das sind ja diese, ich glaube HTML-Codes sind das. Die haben den, das ist ja lustig. Die haben sozusagen diesen Code, um diesen Text zu färben, falsch gemacht. Deswegen ist jetzt nur noch dieser Code da. Oh mein Gott. Das heißt auch nicht Cooler, sondern Color. Color Red. Das ist ja mal peinlich. Ich glaube, davon mache ich einen Screenshot und das poste ich. Das ist ja mal richtig lustig. Oh, ist das ein Fail, ey. Sehr interessant, muss ich ehrlich mal sagen. Wirklich sehr interessant. Hochinteressant. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber jetzt habe ich, was ich dir bringen sollte. Du hast das übergeben, Wüstenorchideen und Lodergras. Ich wusste, du würdest es schaffen, Gara. Es ist allerdings unglaublich, dass du die Pflanzen so einfach auftreiben konntest. Naja, ein Zuckerschlecken war das nicht gerade. Was ist los? Gar nichts. Und was jetzt? Jetzt haben wir alle Zutaten für das Parfüm, von dem ich gesprochen habe. Lange sollte es nicht dauern. Warte mal eine Minute. Alles klar. Man stellt Parfüm nicht in einer Minute her. Etliche Stunden später. Jetzt stimmt's. Warum sagt ihr dann, warte mal eine Minute? Gara. Es ist fertig. Das Genjutsu. Was für ein Scheiß... Nilhirierungsparfüm. Und genau das meine ich mit dem Text rot. Hier benutzen sie sozusagen auch so einen Code, dass der Text eben rot wird. Und den haben sie verschissen. Nur aufgrund deiner harten Arbeit konnten wir erst fertigstellen, Lord Kasekage. Die komplette Genjutsu-Untersuchungseinheit steht dir tief in deiner Schuld. Nein, das alles konnte nur aufgrund der detailreichen Untersuchung geschafft werden, die ihr fertiggestellt habt. Andersfalls... hätten wir im Traum nicht daran gedacht, eine Gegenmaßnahme für Stimmgenjutsu zu entwickeln. Vielen Dank. Gut, jetzt haben wir eine Gegenmaßnahme für den Notfall, aber... Gara, es ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass wir eine ganze Menge Zutaten für dieses Parfüm gebraucht haben. Im Moment wäre es was wäre an eine Massenproduktion nicht zu denken? Wir haben also noch eine Menge Arbeit vor uns. So, Donna. Das heißt, wir sollten das Parfüm zunächst allen herausragenden Mitgliedern unseres Dorfes geben, die sich auf den Fernkampf spezialisiert haben. Den Fernkampf? Was meinst du damit? Fernkampf-Ninjas unterliegen einem geringen Risiko, Genjutsu zu verfallen, also Nahkampf-Ninjas. Sie sollten in der Lage sein, das Parfüm aus der Ferne einzusetzen, ohne in direkten Kontakt mit dem Feind zu kommen. Das ist wahr. Naja, dann sollten wir wohl unseren großen Schwester etwas davon geben. Temari kann den Wind manipulieren, also wäre sie perfekt dafür. Wir geben das Parfüm an Temari und andere Fernkampf-Ninjas aus. Ich zähle auf dich. Aber den Rest muss ich mir doch nicht mehr jetzt geben. Jetzt gib halt das Parfüm ab, ey. Wenn die Welt wirklich Frieden finden soll, was findet, sollten wir niemals in Verlegenheit kommen, dieses Parfüm zu benutzen. Aber leider gibt es immer noch eine Menge dafür. Dörfer, die uns an den Kragen wollen. Dem Windreich geht es da allerdings immer noch besser als Konoha. Die haben sich ja eine Menge Feinde gemacht. Je größer das Land, desto größer auch die Zahl der Probleme, denen du dich gegenüber siehst. Genau. Aus diesem Grund habe ich Timari das Parfüm gegeben. Die pendelt zurzeit regelmäßig zwischen Suna und Konoha hin und her. Im Notfall kann sie Konoha schneller erreichen als irgendjemand sonst. Alles klar. Trotzdem. Ja, ich kann nur hoffen, dass es niemals so weit kommt. Ja. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, damit eines Tages wirklich einmal Frieden herrscht. Sehr schön. Sehr schön. Gara denkt wirklich mit. Finde ich awesome. Muss ich ehrlich sagen.
Aber ich hoffe, euch hat mal wieder das Ganze gefallen. Schreibt natürlich auch wieder hier gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Dann auf jeden Fall wirklich mit Temaris Mission. Bis dahin und tschüdelö. Du warst mein treuer Freund, dich durch die Plagen gekämpft. Keinen Tag hab ich bereut, dein Traum Hokage zu werden, stets verfolgt. Und du hast es allen bewiesen, bist mit Kurama zusammen in den Kampf gestiegen. Und du hast mir gezeigt, was wahre Freundschaft bedeutet. Hast niemals auch nur einen deiner Freunde verleugnet. Stand zu dem Uchiha, als er dich verraten hat und man ihn dann als Abtrünnigen gefahndet hat.